Guten Abend, willkommen zum ARD-Brennpunkt Krawalle um die EZB. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um knapp 15 Minuten. Zur offiziellen Eröffnung des neuen Gebäudes der Europäischen Zentralbank in Frankfurt heute hatte die Polizei mit dem Schlimmsten gerechnet, doch es kam noch schlimmer. Die dramatischsten Bilder des Tages. Gewalttäter setzen ein Polizeiauto in Flammen, in dem Beamte sitzen. Gott sei Dank konnten sie den Flammen entkommen. Über 8000 Polizisten hatten Frankfurt heute zur Festung gemacht. Denn Gruppen aus dem sogenannten Blockupy-Bündnis hatten angekündigt, nicht nur zu demonstrieren, sondern Frankfurt lahmzulegen, was an verschiedenen Orten der Stadt und zeitweise auch gelang. Die EZB vor einer Dreiviertelstunde, gesichert von Hundertschaften der Polizei. Derzeit ist alles ruhig. Der Tag in Frankfurt war aber geprägt von Gewalt und Randale. Frankfurter Hauptbahnhof vergangene Nacht. Mit einem Sonderzug kommen hunderte Demonstranten in die Stadt. Bis zum Morgen werden es Tausende sein. Die Stimmung ist friedlich. Mitten in der Nacht werden aber die ersten Autos von Unbekannten angezündet und zum Beispiel auch diese Kette über die Fahrbahn gespannt, um den Verkehr lahmzulegen. Lebensgefahr für Motorradfahrer. Gegen 6 Uhr morgens geht es dann richtig los. Hunderte Aktivisten laufen Richtung Innenstadt, viele von ihnen aus dem Ausland, zum Beispiel Italien. 20 nach 7, eine Polizeiwache wird angegriffen. Ab jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Immer wieder werden Beamte angegriffen. Vermummte verwandeln alles, was nicht nied- und nagelfest ist, in Wurfgeschosse. Die Polizei gerät in Bedrängnis. Dann versuchen Vermummte, das weiträumig abgesperrte Areal der EZB zu stürmen, werden aber von der Polizei gestoppt. Unverständnis über die Randale bei den Frankfurtern. Können doch demonstrieren, können sagen, was sie wollen. Aber wenn sie Autos abfackeln, wie in der Mühliusstraße vor meiner Tür, verstehe ich das nicht. Die kommen irgendwo her, nur um Randale zu machen. Das kann man wahrscheinlich mit dieser Hooligan-Kultur im Fußball vergleichen. Und das brauchen wir ja auch nicht. Das öffentliche Leben kommt in großen Teilen Frankfurts zum Erliegen. Bus- und Bahnverkehr werden eingestellt. Eine Spur der Verwüstung zieht sich durch die Stadt. Die Bilanz bisher? Die Polizei geht von 90 verletzten Beamten aus. Blockupy spricht von 200 verletzten Demonstranten. Und der Tag ist noch nicht vorbei. Ihr eigentliches Ziel haben die Proteste, haben die Aktivisten nicht erreicht. Das Gelände um die neue Europäische Zentralbank war wie ein Hochsicherheitstrakt abgeriegelt. 4 Jahre wurde an der neuen EZB gebaut, einem 185 Meter hohen Doppelturm aus Glas und Stahl. Mit dem Bau schossen die Kosten in die Höhe von geplanten 500 Millionen Euro auf jetzt 1,2 Milliarden. Und die Schlussrechnung steht noch aus. EZB-Präsident Mario Draghi nannte das Gebäude heute ein Symbol des Besten, was Europa gemeinsam schaffen kann. Die Demonstranten aber sehen in dem neuen EZB-Gebäude das europäische Hauptquartier eines verhassten kapitalistischen Bankensystems. Wer ist dieses bunte und lose Bündnis, das sich Blockupy nennt, und ist es auf dem Weg, eine politische Kraft zu werden, die der Europäischen Union und dem Euro gefährlich werden könnte? Auch das gibt es, friedlicher und bunter Protest am Morgen vor der EZB. Mit Trommeln machen sie ihrem Ärger Luft. Nicht weit entfernt diskutiert der Mann mit der Polizei, der die Blockupy-Demonstration angemeldet hat. Ich will nicht vorgreifen, aber ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann vorbei ist, sondern es wird nach meiner Einschätzung weitergehen. Weitergehen, damit sind die Krawalle gemeint. Ulrich Wilken, Landtagsabgeordneter der Linkspartei und Vizepräsident des Hessischen Landtags, hofft aber auf besonnene Demonstranten, die das Anliegen der Kapitalismuskritiker transportieren. Wir wollen eine andere Wirtschaftspolitik, wir wollen eine andere Demokratie in Europa, dass Menschen endlich wieder zu ihrem Recht kommen. Die Linkspartei setzt auf Occupy, eine Bewegung, die vor 4 Jahren in New York im Finanzdistrikt Manhattans gegen die Finanzindustrie demonstrierte und seitdem weltweit Zulauf hat. In Frankfurt treffen sich Kapitalismuskritiker von Attac, dem DGB und linken Gruppierungen. 17.000 sind es laut Polizei, 20.000 laut Veranstalter. Darunter Buchautorin und Globalisierungskritikerin Naomi Klein oder auch ein Vertreter der griechischen Linken Syriza. Ich sehe, dass sehr deutlich ein Umdenken kommt, dass diese jahrzehntelange Sparpolitik, die die Menschen nicht nur in Griechenland, sondern in ganz Europa in großen Schwierigkeiten gebracht hat, diese Menschen fangen an, einen Widerstand zu leisten, gehen auf die Straße.
In Griechenland sitzt Syriza mittlerweile in der Regierung. In Spanien will die Protestpartei Podemos an die Macht. Und hier versucht die Linkspartei, sich als Sammlungsbecken zu etablieren. Von der politischen Zielsetzung sind Blockupy und Linke sehr nah beieinander. Und so demonstriert er in der ersten Reihe gegen die Auswüchse des Kapitalismus und hofft heute auf einen friedlichen Ausklang des Tages. Zu den Veranstaltern der Großdemonstration gehörte, wie eben gesehen, ein hessischer Landtagsabgeordneter der Fraktion Die Linke. Vor der Alten Oper im Frankfurter Stadtzentrum begrüße ich nun Janine Wissler, die Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag und stellvertretende Bundesvorsitzende. Frau Wissler, ist die Europäische Zentralbank nicht die falsche Adresse für Ihren Protest? Die Bank rettet doch nun schon seit Jahren mit ihren Milliardenprogrammen und einer Geldflut von Billionen, die nicht nur den Euro, sondern auch vor allem die Krisenstaaten in Südeuropa. Nein, die EZB ist nicht die falsche Adresse, sondern wir kritisieren die Politik der Troika, weil mit den Steuermilliarden eben keine Griechen gerettet werden, sondern in erster Linie deutsche und französische Banken. Und wir kritisieren die harten Auflagen, die es gibt. In Wahrheit sind das keine Rettungsprogramme, sondern es sind gigantische Verarmungsprogramme, weil man Auflagen erlässt, wie dass die Löhne gekürzt werden, die Renten gekürzt werden, im Gesundheitssystem Milliarden eingekürzt werden. Und deswegen kritisieren wir das, weil wir glauben, es wird nicht dazu führen, dass Griechenland aus der Krise kommt, sondern es verschärft die soziale Situation in Griechenland. Frau Wissler, verkennen Sie da nicht Ursache und Wirkung? Griechenland war doch eigentlich pleite, lebte jahrelang über seine Verhältnisse, hat sich hoch verschuldet und mithilfe der EZB, der Troika, der europäischen Staaten und Milliardenbeträgen von Steuerzahlern, auch der Deutschen, wird das Land am Leben erhalten. Wollen Sie den Euro zerstören, die Europäische Union? Also zunächst mal ist es nicht so, dass die Mehrheit der Griechinnen und Griechen über ihre Verhältnisse gelebt hat. Ganz im Gegenteil, wir haben in Griechenland eine Spaltung zwischen Arm und Reich. Und deswegen müssten als erstes die Reichen zur Kasse gebeten werden, auch um aus dieser Krise zu kommen. Das Problem bei diesen Programmen ist, dass es dazu führt, dass Griechenland nur tiefer in die Krise kommt. Das ist wie wenn man einem ertrinkenden Rettungsringe aus Blei hinwirft. Es zieht sie nur noch tiefer in die Krise, weil klar ist, wer die Löhne senkt, wer die Renten senkt, der zerstört damit die griechische Wirtschaft und wird dafür sorgen, dass Griechenland nur noch tiefer in die Krise gerät. Das kritisieren wir und wir kritisieren auch die Demokratiedefizite der Troika. Und deshalb wollten wir heute auch ein Zeichen der Solidarität setzen mit den Krisenländern, mit Griechenland, mit Spanien, mit den Menschen dort, die wirklich unter den Folgen leiden einer völlig falschen Politik. Dankeschön, Frau Wissler. Die Krawalle heute in Frankfurt kommen in einem Moment, in der sich die Finanzkrise um Griechenland ganz dramatisch zuspitzt. Auch deshalb wurde die neue Zentrale heute in ganz bescheidenem Rahmen eröffnet, förmlich korrekt, aber ohne aufwendige Festlichkeiten. Denn der Rat der Europäischen Zentralbank hatte heute einen normalen Arbeitstag, musste neue Notkredite für die griechische Notenbank beschließen, damit diese mit dem frischen Geld die Banken des Landes vor dem sofortigen Zusammenbruch bewahrt. Ein wenig feierlich soll sie schon sein, die offizielle EZB-Eröffnung, obwohl in den Doppeltürmen schon seit Monaten gearbeitet wird. Die EZB steht unter Druck. Sie soll den Euro retten und die Wirtschaft in Südeuropa ankurbeln. Ende Januar greift EZB-Chef Mario Draghi zu seiner letzten Waffe und verkündet ein gigantisches Ankaufprogramm für Staatsanleihen. Ungewöhnlich deutlich fordert er Europas Politiker auf, auch endlich ihre Arbeit zu machen. Die EZB hat heute eine weitere sehr expansive Maßnahme getroffen. Aber jetzt sind die Regierungen gefragt. Sie müssen wirklich diese Strukturreformen umsetzen. Je mehr sie tun, desto effizienter wird unsere Geldpolitik wirken können. Doch die Politiker drücken sich. Reformen im eigenen Land und dabei sparen lieber nicht. Sie setzen darauf, dass die EZB mit Geld einspringt. Billiges Zentralbankgeld soll unpopuläre politische Reformen ersetzen. Man will also die EZB nicht anstelle der Regierung haben, sondern will sie als sozusagen einen Ausputzer haben, der es den nationalen Regierungen mit ihrer Schlendrianpolitik erlaubt, weiterzumachen. Denn die Perspektive des demokratischen Politikers, ob in Italien oder Frankreich, ist immer die Wiederwahl. Doch bei Griechenland ist Draghis Geduld am Ende. Die griechischen Geschäftsbanken konnten Staatsanleihen ihres Landes als Sicherheit bei der EZB hinterlegen und so frische Euros bekommen. Damit ist es vorbei.
Einen Ausweg lässt die EZB jedoch. Die griechische Zentralbank kann auf eigenes Risiko kurzfristige Geldspritzen, ELA genannt, an die Banken geben. Die müssen jedoch von der EZB genehmigt werden. Das erhöht den Druck auf die griechische Regierung. Wenn sie den Euro behalten will, muss sie jetzt handeln. Soweit der Brennpunkt zu den Krawallen in Frankfurt und der Krise um Griechenland.